Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Infovideo meinerseits. Ich möchte zwei Sachen kurz loswerden und als drittes das absolute Highlight für mich bis jetzt persönlich, eine Premiere. Ich habe endlich ein, ich sage jetzt mal endlich in Anführungszeichen, ein YouTube-Intro. Ihr kennt das sicherlich, die meisten YouTuber haben ein Intro-Video vor jedem Video oder machen eine Anmoderation, dann kommt ein Intro, dann kommt der Hauptteil oder nur Intro und Hauptteil. Das habe ich jetzt auch, speziell aber erstmal für Apex Legends. Warum ich bis jetzt kein Intro-Video hatte und wie ich überhaupt dazu komme, das erkläre ich euch gleich. Und jetzt möchte ich aber erstmal darauf eingehen, was ich eigentlich loswerden möchte. Die erste Sache, die ich loswerden will, betrifft eigentlich hauptsächlich die Leute, die regelmäßig meine Videos kommentieren. Ich habe folgendes Problem: seit circa 2 Monaten streikt meine YouTube-App in Sachen Benachrichtigung. Das heißt, ist der ein oder andere von euch dabei, der ein YouTube-Video kommentiert, bekomme ich einfach keine Benachrichtigung. Bei relativ aktuellen Videos kriege ich das vielleicht noch mit, weil ich hier und da immer mal draufklicke, gucke, gibt es einen neuen Kommentar, den ich selber kommentieren kann oder mit einem Daumen, Herz, hast du nicht gesehen, versehen kann. Ist das noch okay, aber je älter die Videos sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kommentar überlese, eine Frage überlese, die ich natürlich auch gerne beantworten möchte. Also mein Bestreben ist eigentlich, alles wenigstens gelesen zu haben und hier und da natürlich auch was zu kommentieren, weil ich das eigentlich richtig geil finde. Und deswegen das Problem, ich bekomme es oft einfach nicht mehr mit. Gibt es jemanden unter euch, der dafür eine Lösung hat? Und ich kann euch schon mal sagen, deinstallieren und neuinstallieren bringt nichts. Habe ich gestern erst wieder versucht, hat nichts gebracht. Es sind alle Benachrichtigungen an und bis vor 2 Monaten ging das auch alles noch. Also ist jemand unter euch, der da eine Lösung hat oder hatte vielleicht dasselbe Problem und bei ihm geht es wieder, lasst es mich gerne wissen, das würde ich absolut geil finden. Ich würde mich natürlich trotzdem darüber freuen, wenn weiterhin fleißig auf meinen YouTube-Videos kommentiert wird und hier und da sich vielleicht der eine oder andere findet, der noch zusätzlich kommentiert. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es ein bisschen mehr wird. Die zweite Sache geht raus an alle Leute, die Instagram haben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auf Instagram jetzt in Zukunft auch folgen. Da bin ich seit ein paar Tagen aktiv, habe da schon ein paar Bilder hochgeladen oder ein paar kleinere Clips, so ein paar Special Moments oder Win Moments von Apex Legends. Das kommt richtig gut an. Ich kannte mich bis dato mit Instagram nicht ganz so gut aus. Das kommt wirklich gut an. Deswegen würde ich mich freuen, wenn hier der eine oder andere auch dabei ist, der mich gerne auf Instagram unterstützen möchte. Und das Positive nebenbei ist natürlich, was ich richtig geil finde, ich bekomme eine Benachrichtigung auf meinen Instagram-Account bzw. auf mein Handy. Das heißt, habt ihr mal eine Frage zu irgendeinem YouTube-Video, was ihr relativ schnell beantwortet haben wollt, stellt die Frage einfach auf meinem Instagram-Account, auf irgendeinem Video oder auf irgendeinem Bild. Es kommt definitiv bis jetzt noch auf meinem Handy an und ich hoffe, das bleibt auch so. Das soll natürlich die Kommentarsektion auf YouTube nicht ersetzen. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auf beiden Seiten irgendwo aktiv bleibt. Das wäre eine richtig geile Sache von euch. Ich poste natürlich auf Instagram nicht nur Zeugs, was mit Zocken zu tun hat, hier und da vielleicht mal ein paar andere Momente. Lasst euch da einfach mal überraschen, was da auf euch zukommt. Das war es soweit von Instagram und jetzt kommt die Premiere meines YouTube Intro-Videos. Noch vorab eine ganz kurze Erklärung, warum ich bis jetzt kein Intro hatte. Ganz einfach, ich stehe eigentlich gar nicht so auf YouTube-Intros, hat sich aber irgendwie so ergeben und jetzt finde ich es eigentlich doch ganz geil. Wie bin ich dazu gekommen? Meine Stammzuschauer, denen sollte der Name RS Chris was sagen. Das ist ein Kumpel von mir, der gelegentlich ein Best-of oder eine Kill-Compilation aus meinen Streams zaubert. Und ich habe letzte Woche so viel gestreamt, dass eine Menge Material zusammengekommen ist und er seit 2 Tagen an dem Material hängt, um 2, 3 Best-of-Videos zu machen und hatte vor, ein kleines Intro für die Videos zu machen. War für meinen Kanal so fest gar nicht geplant. Er wollte vor 2 Tagen wissen, was ich von dem Intro halte und ich fand das so mega geil, dass ich gesagt habe, pass auf, das nehmen wir für alle zukünftigen Apex Legends Videos. Zieht euch jetzt einfach mal das Intro rein und danach sehen wir uns wieder. Where's my money, bitch? Ich hoffe, dass euch das Intro genauso sehr gefällt wie mir. Als Zeichen an Chris, dass er da richtig geile Arbeit geleistet hat. Er saß nämlich über 2 Stunden an diesem Intro, dass es perfekt wird. Würde ich mich als Zeichen darüber freuen, wenn ihr viele fette Daumen nach oben da lasst und natürlich auch viele Kommentare, wie ihr das Intro findet.
Und selbst wenn ihr das Intro scheiße findet, ist mir das scheißegal. Ich werde dieses Intro definitiv für jedes zukünftige Apex Legends Video benutzen. Und es ist jetzt selbst erklärend, warum ich es nur für Apex Legends und nicht für zum Beispiel Black Ops 4 oder zukünftige andere Spiele benutze, weil einfach Apex Stuff in diesem Intro enthalten ist. Das war's jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Adieu.